Hallo, Frau Hallo. Stumpf. Hallo, Aaron. Ja, wir haben heute einen Termin bei Frau Doktor. Ja. Weil Sie sehen es ja sicherlich. Er verhält sich jetzt seit einiger Zeit, so seit circa 2 Wochen, total komisch und hat solche Ticks. Und so erkenne ich meinen Aaron gar nicht mehr. Und ich möchte das einfach abklären lassen von Frau Doktor. Ja. Weil das ist einfach nicht normal. Zu Hause verhält er sich so, dass er sein Zimmer abschließt, hat die Jalousien runtergemacht. Das sehe ich halt immer, wenn ich den Müll rausbringe. Da ist es komplett dunkel drin. Und auch aus dem Zimmer, wenn er im Zimmer ist, kommen auch immer diese Geräusche raus. Ich weiß einfach nicht, was mit ihm los ist. Hallo? Ja, genau, ja, Sie kommen wegen der Heizung. Ja, ich bin gerade nicht da, aber mein Mann ist zu Hause. Er wird Sie in Empfang nehmen und dann alles mit Ihnen klären. Danke, tschüss. Ach, ja, ich hoffe mal, du hast dein Zimmer nicht wieder abgeschlossen. Ja, nein, hab ich nicht, Mama. Zudem lässt der 14-Jährige seine Sporttasche nicht mehr aus den Augen. Mutter Annika befürchtet eine motorische Behinderung und hofft auf die Hilfe von Kinderärztin Isabel Käfer. Stell doch mal die Tasche. Nein, Mama! Komm, wir können die doch... Nein, die bleibt hier! Hallo! Hi, Aaron! Hallo! Entschuldigung. Ich glaube, wir setzen uns am besten erstmal. Ja, Aaron, kommst du mal mit rüber kurz? Nein, ich will nicht. Aaron kenne ich schon länger und habe ihn immer als gesunden Jungen erlebt. Also hatte nie irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten oder sowas. Und jetzt kam die Frau Stumpf, also seine Mutter, mit ihm in die Praxis, weil er seit 2 Wochen wohl Tickstörungen hat. Also sich deutlich auffällig in seinem Verhalten eben zeigt. Und auch immer eine Skibrille anzieht. Das geht jetzt so seit circa 2 Wochen, geht das jetzt so, dass er immer so Ticks hat von jetzt auf gleich. Also ich mache mir da echt Sorgen, ne? Jetzt hat er auch die Skibrille auf, die will er gar nicht absetzen. Er verkriecht sich auch in seinem Zimmer, schließt auch das Zimmer ab, hat die Jalousien unten. Ich darf nicht ins Zimmer rein. Also manchmal erschrecke ich mich halt auch richtig, wenn er da die Ticks hat. Und diese Tasche, also diese Tasche muss immer mit dabei sein. Ich weiß echt nicht, was er hat. Ich mache mir da wirklich auch Gedanken. Man kennt es ja so vom Tourette-Syndrom, also... Beim Tourette-Syndrom handelt es sich um eine Störung, die sich eben äußert durch viele motorische und verbale Ticks. Es ist derzeit leider überhaupt nicht heilbar und äußert sich meistens, also beginnt oft so um das 7. Lebensjahr herum, wird dann in der Pubertät deutlich schlechter und kann sich dann aber auch wieder ein bisschen beruhigen. Inzwischen verwendet man Verhaltenstherapie oder auch Pharmakotherapie, um das Ganze zu kontrollieren. Okay. Genau, Beine einmal ablegen, das wäre wichtig. Super. Und jetzt beuge ich mal deinen... Ja, okay. Ich beuge deinen Kopf an, du brauchst gar nichts machen, okay? Und du sagst mir nur, ob du... Nee, gar nichts machen, locker lassen? Genau. Und du sagst mir nur, ob du Schmerzen hast irgendwo. Irgendwas, was wehtut? Nein. Okay, perfekt. Jetzt muss ich mal an dein Bein dran. Genau, du versuchst auch wieder ganz entspannt zu liegen. Ich weiß nicht, ganz so gemütlich, wieder locker lassen. Irgendwelche Schmerzen? Nein. Kannst du mal so ein bisschen Grimassen ziehen? Ich kann das jetzt schlecht vormachen mit der Maske. Aber so genau, einmal lächeln. Genau, einmal Backen aufblasen. Also Mund zu. Genau, super. Nase rümpfen mal. Eine der Ursachen für eine Lichtempfindlichkeit kann zum Beispiel Migräne sein, aber auch eine sogenannte Meningitis. Eine Meningitis ist eine Rückenmarkshautentzündung, die auch aufs Gehirn übergreifen kann, eine sogenannte Enzephalitis verursachen kann. Und dafür habe ich jetzt orientierende Tests gemacht. Bist du so lieb, ziehst einmal die Brille? Nein, ich zieh die nicht aus! Und kannst du sie vielleicht ein bisschen hochklappen oder Nein, so? Nein, die bleibt an! Warum der Aaron jetzt wirklich diese Brille andauernd aufhat, ich weiß es nicht. Also das ist... Ich weiß gar nicht, wo meine Gedanken sind. Ich mache mir totale Sorgen, dass vielleicht was total Schlimmes ist, dass er irgendwelche schwerwiegenden Probleme hat, schwerwiegende Erkrankungen, weil das ist einfach nicht normal, dass der die ganze Zeit diese Brille auf hat. Ich habe eine befreundete Neurologin aber im Bekanntenkreis. Ja. Ich würde die ganz gerne mal anrufen. Vielleicht hat die zufällig heute irgendwie Zeit, die arbeitet in der Klinik. Ja. Vielleicht kann die ihn auch irgendwie reinnehmen. Mhm. Augenarzt, genau, Neurologin und zur Blutentnahme bitte im Anschluss noch mal gehen. Okay. Ja, dass wir einfach mal einen groben Check machen, ob wir irgendwas sehen. Okay, ja, lieber einmal zu viel checken. Ja, ehrlich gesagt schon. Also, das ist mir ja auch nicht so geheuer. Ehrlich gesagt schon, ja, genau. Einfach, und wenn nichts bei rauskommt, dann kommt nichts bei raus. Ja. Aber das will ich auf jeden Fall mal abklären. Okay, ja, sehr gerne. Ich würde die einmal kurz anrufen. Ja, danke schön. Bis die Untersuchungsergebnisse der Neurologin vorliegen, muss Aarons Mutter weiter um ihren Sohn bangen. Denn sowohl eine unheilbare motorische Störung als auch eine gefährliche Gehirnentzündung könnten der Auslöser für die Ticks des Schülers sein. Eine furchtbare Zeit des Wartens beginnt. Allgemeinmediziner Dr. Bernhard Skopin erwartet derweil eine unschöne Überraschung.
Ach, Frau Rasche. Hallo, Herr Doktor. Ich wähne Sie doch in Bali. Ja, schön, dass ich Sie jetzt sehe. Also, wir hatten einen ganz tollen Urlaub in Bali und das war jetzt der krönende Abschluss. Ich bin gestolpert auf dem Weg zum Parkplatz vom Flughafen. Und ja. Ja, man sieht, ne? Frau Rasche war auf dem Rückflug von Bali aus dem Flieger ausgestiegen. Ihr war so ein bisschen schwindelig, ein bisschen unsicher auf dem Bein und hat sich dann eine schon kräftige Schürfwunde an einer Mauer zugezogen. Du, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Bali, würde ich gerne mit Ihnen weiterreden. Schatz, wenn was ist, ne? Ich komme nachher wieder. Wir kommen hier klar. Ja? Sie brauchen sich keine Gedanken machen. Okay. Ein nicht so schöner Abschluss, aber kein so dramatischer. Ich weiß ja, bei Ihnen ist sie in guten Händen. Danke, Doktor. Oh, das hört sich gut an. Bis nachher, ne? Ja, einmal die Beine bitte hochlegen, wenn es geht. Lena Rasche und ihr Mann glauben an eine harmlose Verletzung. Die 36-Jährige möchte sich nun schnell verarzten lassen und dann so bald wie möglich nach Hause, um sich von dem langen Flug zu erholen. Doch so einfach, wie sich das die zweifache Mutter denkt, wird es nicht. Außerdem ist Lena unklar, warum sie überhaupt gestürzt ist. Ich habe auf dem Weg zum Parkplatz habe ich so ein bisschen getaumelt. Ja. Und ich kann es mir selber nicht erklären. Und dann bin ich gestolpert. Ja, der lange Flug, ne? Der macht auch so ein bisschen Kreislaufinstabilitäten. Das kann man schon damit theoretisch erklären. Ne? Ja. Die Wunde bei Frau Rasche sah schlimmer aus, als sie letztlich war. Sie war sehr oberflächlich, keine großen Gefäßverletzungen. Also die kann man relativ schnell in den Griff kriegen. Aber wir haben ja auch länger keine Blutuntersuchungen gemacht und vom Ausland. Und nun denke ich, dass wir kurzfristig auch eine Blutuntersuchung machen sollten. Ne? Ja. Ja, das veranlassen wir gleich sofort. Okay. Die Gabi nimmt sich gleich mit. Ich vermute jetzt nichts Schlimmes, aber sicherheitshalber machen wir das, ja? Okay. Und dann möchte ich ganz gerne, dass wir uns morgen wiedersehen. Mhm. Ja? Also zumindest relativ kurzfristig, je nachdem, wie es in Ihren Rahmen passt. Ja. Ne? Sie haben ja auch noch ein. Sie müssen auch noch ein bisschen länger schlafen, ne, nach dieser Reise. Ne? Aber ja. Okay, dann machen Sie einen Termin, für Sie günstigen aber Termin aus, weil ich die Wunde mir noch mal angucken möchte. Ne? Der 36-Jährigen scheint es bis auf die Verletzung gut zu gehen. Dass dies ein fataler Trugschluss sein soll, offenbart der morgige Kontrolltermin. Denn der wird Lenas Leben komplett verändern. Derweil steigt bei Aarons Mutter die Anspannung, weil sich der Gesundheitszustand ihres Sohnes in den 3 Tagen nach ihrem letzten Termin bei Kinderärztin Dr. Käfer massiv verschlechtert hat. Mittlerweile war der 14-Jährige auch zur Abklärung seiner Ticks bei der Spezialistin und sein Blut wurde untersucht. Ihr seid zurück. Ja, also ich muss ihn gerade direkt einpacken, weil er hat starke Kopfschmerzen, wie er sagt. Oh, okay. Und ihm geht's gar nicht gut und deshalb sind wir direkt auf direkten Weg hier hingefahren, sodass Sie noch mal drauf gucken können und wir dann auch gegebenenfalls über die Ergebnisse sprechen können. Auf jeden Fall. Als ich den Befund von der Neurologin bekommen habe, hätte ich eigentlich erleichtert sein sollen, weil der völlig unauffällig war. Und dann sind aber Aaron und Frau Stumpf wieder aufgetaucht in der Praxis, weil die Symptome sich verschlimmert haben und zusätzlich noch Kopfschmerzen dazugekommen sind. Und das hat mir dann schon Sorgen gemacht. Die Neurologin konnte nichts Auffälliges finden. Oh, das ist gut. Und wir haben die Blutergebnisse und die sehen soweit auch gut aus. Also das mit deinen Kopfschmerzen macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Die sind ja jetzt neu dazugekommen. Und da müsste ich wirklich einmal in die Augen leuchten, wenigstens. Nein. Wie wär's denn, wenn wir zum Beispiel alles dunkel machen? Nein. Also ich kann die Rollläden hier runter machen, Licht aus und so weiter. Nein. Was hältst du davon, wenn wir einfach nur mal zu zweit kurz sprechen und die Mama kurz draußen wartet? Okay. Ja? Wäre das in Ordnung? Wäre das für Sie auch okay? Ja, ich wäre natürlich gerne dabei, aber wenn er sich dann auf jeden Fall mal in die Augen gucken lässt, ohne diese Skibrille, dann warte ich mal ganz kurz draußen. Okay. Das war jetzt gerade schon auch hart für eine Mutter, rausgeschickt zu werden. Ich weiß nicht, warum Aaron nicht mit mir sprechen kann, möchte, will, wie auch immer. Es ist schon komisch. Unter 4 Augen gelingt es der Kinderärztin, Aarons Vertrauen zu gewinnen. Und dabei kommt sie etwas Unglaublichem auf die Spur. Was denn da passiert? Aaron, was hast du da gemacht? Die Lage von Dr. Skopins Patientin Lena hat sich am nächsten Tag zugespitzt. Die 36-Jährige leidet unter starken Schmerzen im Bein und kann zur Verwunderung des Arztes kaum laufen. Es ist irgendwie schlimmer geworden. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Ja, ich kann es mir auch nicht erklären. Darf ich mal erst mal angucken, was das. Ich stehe nicht gut, ich muss die Kinder zur Schule bringen. Ja, gehst du. Ich hau dann ab. Ich hoffe, Sie können ihr helfen. Ja, also, ja. Ich komme dann gleich wieder, ja? Wir kommen mir schon klar. Simon, dein Handy bitte mitnehmen. Ah, okay, sorry, ich bin total durch den Wind, klar. Komm mal. Psst.
Das sieht eigentlich nicht sehr viel anders aus als gestern. Auf jeden Fall keine Entzündung. Dass das dann immer noch ein bisschen wehtut. Man kann sich auch vorstellen, dass da unter ein gewisser Bluterguss ist, der sich ein bisschen ausbreitet, der dann auch noch die Schmerzen macht. Nicht? Aber direkt von den Beinen her sehe ich das eigentlich, von der Wunde her sehe ich eigentlich kein großes Problem. Okay. Herr Doktor, ich wollte es vom Simon nicht richtig sagen, ja, aber ich habe die Befürchtung, ich könnte vielleicht eine Thrombose haben. Weil wir sind 16 Stunden lang geflogen, ich bin überhaupt nicht aufgestanden. Und meinen Tipp haben Sie nicht wahrgenommen, wo ich gesagt habe, alle 2 Stunden aufstehen und eine Runde drehen? Nein, ich habe leider nicht dran gedacht. Eine Thrombose ist ein Blutgerinnsel in einem Gefäß, in den allermeisten Fällen in den Venen und dabei auch in allermeisten Fällen in den Beinvenen. Es gibt natürlich theoretisch in jedem Gefäß die Möglichkeit, aber das sind die häufigsten Lokalisationen. Man muss rechts und links die gleiche Höhe haben, damit man den Umfang messen kann. So, das ist erstmal geschehen. Dann wird das Bein einmal anheben. Mit dieser Methode lässt sich eine Schwellung oder Umfangsvermehrung nachweisen, die für eine Thrombose sprechen würde. Ein Verdacht, der leider in eine völlig falsche Richtung geht. Ja, kein Seitenunterschied. Also von der Seite her kann man schon erstmal beruhigend sagen, das ist kein Hinweis für eine Thrombose. Ich gucke aber jetzt mit Ultraschall mir die Sache noch weiter an. So kann der Arzt die Geschwindigkeit des Blutflusses messen, die im Falle einer Thrombose Aufschluss geben würde. Allerdings entdeckt der Mediziner mehr, als ihm lieb ist. Jetzt gucke ich mir die Milz in ihrem Körper an und ich gucke mir die Hauptschlagader in ihrem Körper an. Sogar was mit zum Mitsehen. Das ist dieser schwarze Balken, ne? Das ist die Hauptschlagader im Körper. Wenn Sie mal drauf achten, Sie sehen das Pulsieren, ne? Achten mal drauf. Und nochmal tief einatmen, was ich jetzt. Das machen Sie gut. Nochmal einatmen, die Luft anhalten. Ganz tief in die Luft anhalten. Das machen Sie hervorragend. Bei dieser Untersuchung in der Leistenregion, man guckt sich natürlich das gesamte Bein an, aber bei der Untersuchung in der Leistenregion fiel mir dann was auf, was dann zu einer weiteren Untersuchung führen musste. Aber warum eigentlich mein Bauch? Warum haben Sie meinen Bauch untersucht? Ja. Was hat das jetzt mit der Thrombose zu tun? Nein, es hat mit dem zu tun, was ich jetzt gefunden habe, aber das will ich in Ruhe mit dem sprechen. Sie haben jetzt erstmal das Papierchen, womit Sie sich abwischen können. Ja, ich muss nämlich auch noch die Blutergebnisse mir angucken, ne, die wir ja gestern abgenommen haben. Ne. Ich habe die noch nicht gesehen, ich guck mal auf dem Bildschirm. Die Blutergebnisse bestätigen die erschreckende Vermutung des Arztes, die er nun behutsam seiner Patientin beibringen muss. Ja, ich habe die Laborwerte, die ich noch nicht betrachtet habe, gerade eben mir durchgeguckt. Und ich kann einmal sagen, das mit der Thrombose können wir ausschließen. All die Untersuchungen sind soweit, das ist mit ziemlicher Sicherheit ist das ausschließbar. Boah, da bin ich aber beruhigt, dass ich keine Thrombose habe. Ja. Aber was ich da gesehen habe, Sie haben ja gemerkt, ich habe es ein bisschen ausgedehnt, die Untersuchung, und dann auch noch mit der Ultraschalluntersuchung des Bauchorgans. Ja. Das müssen wir auch in Anbetracht der Blutergebnisse, da steckt noch was dahinter, was wir in Ruhe abklären müssen. Und zwar relativ dringlich. Etwas Alarmierendes hat auch die Kinderärztin bei Aaron entdeckt. Allerdings erklärt das noch nicht seine Ticks. Was ist da denn passiert? Was ist da los? Kann ein bisschen ziepen. Boah. Das sieht aber böse aus. Und du hast auch Kopfschmerzen, hast du gesagt, ne? Das kann tatsächlich auch davon kommen. Okay. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Es sieht ziemlich arg entzündet aus. Ich würde ganz gerne mal einen Wundabstrich machen. Kennst du das? Nein. Da guckt man das mit so einem Stäbchen, da schaue ich mir die Wunde an. Und dann wird es ins Labor geschickt und die testen das auf Bakterien und sowas. Okay. Ja? Und dann machen wir das einmal sauber. Ja. Okay? Ja. Und ist es beim Sport passiert? Nein. Also es wäre echt gut, wenn du mir sagst, wovon das ist, weil davon ist so ein bisschen abhängig, was ich jetzt mache. Was war denn das? Nix. Hä, was war denn das? Nix.
Und warum hast du eigentlich jetzt erst wieder das mit dem Klopfen und Pfeifen angefangen? Da ist doch irgendwas, oder? Nein, ist nix. Darf ich mal reingucken? Nein. Da ist nix. Also, Aran, sorry, aber da muss ich jetzt einmal gucken. Was? Oh mein Gott. Hast du davon vielleicht deine Verletzung? Ja, hab ich. Dann müssen wir auf jeden Fall den Abstrich machen. Es kann sich immer entzünden, weißt du, wenn Tiere dich verletzen. Gebissen oder gekratzt? Gekratzt. Du hast die ganze Zeit so geklopft und gepfiffen und so, ne? Ja. Aber jetzt machst du das ja gar nicht mehr? Ja, weil er da so rumgekratzt hat und so und ich wollte das übertönen. Aber du wolltest nicht, dass die Mama es rausfindet, oder wie? Ja. Okay, also so gut, wie ich dich dabei auch verstehen kann, aber ich denke, du solltest deiner Mama schon erzählen, ehrlich gesagt. Ja, die hat auch so eine Tierhaarallergie und wir dürfen leider keine Tiere haben. Aber jetzt, hatte sie jetzt irgendwie eine allergische Reaktion oder sowas? Nein, die letzten Wochen nicht. Mir war dann auf jeden Fall wichtig, dass Aaron seiner Mutter erzählt, weil so ein Haustier heimlich zu halten ist weder für das Haustier gut, noch für das Kind, noch für die Mutter, die sich ja berechtigterweise Sorgen gemacht hat. Und Aaron hat dann gesagt, dass er eben Bedenken hat, es der Mutter zu erzählen, weil sie wohl eine Tierhaarallergie hat. Aaron, magst du erzählen oder soll ich? Was hast du denn da? Oh. Also. Schauen Sie doch vielleicht einfach in die Sporttasche. Okay, die ist jetzt geöffnet. Gucken Sie ruhig mal rein. Mhm. Oh mein Gott. Was ist das? Warum hast du da ein Tier in deiner Tasche? Ich hab's vom Tierheim gerettet. Die wollten den nicht mehr haben. Also da bin ich jetzt wirklich platt. Falls es Ihnen aufgefallen ist, er pfeift und klopft ja jetzt nicht mehr. Ja. Erzähl ruhig. Also ich bin gerade sprachlos, dass du hier mit einem Tier in der Tasche rumläufst. Warum hast du das so versteckt gehalten? Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Dass du hast ja deine Tierhaarallergie und du willst ja nicht, dass wir Haustiere zu Hause haben. Ja, aber du kannst auch mit mir über alles reden. Also wie ist denn das genau mit der Tierhaarallergie? Da wollte ich Sie noch mal fragen, weil ich habe jetzt, so ist mir jetzt nichts aufgefallen, aber weiß nicht, äußert sich das normalerweise schnell bei Ihnen, oder? Ich habe keine Tierhaarallergie. Ich habe das nur gesagt, damit wir uns keine Tiere anschaffen. Der Grund liegt darin, dass ich früher einen Hasen hatte. Okay. Der war krank, musste eingeschäfert werden. Okay. Und ich weiß halt einfach, also mich nimmt das jetzt immer noch sehr mit, wie schmerzhaft das halt ist, ein Tier einzuschläfern. Okay. Und das wollte ich meinem Freund sparen. Und deshalb habe ich gesagt, ich habe eine Tierhaarallergie, damit wir keine Tiere uns anschaffen. Deshalb sah Aaron keinen anderen Ausweg, als alle zu täuschen, um seinen geliebten Degu behalten zu können. Daran ist Mutter Annika nicht ganz unschuldig. Ich muss noch mal sagen, es war halt wie gesagt eine Notlüge, dass wir halt wie gesagt kein Tier uns anschaffen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt uns über alles unterhalten und ehrlich zueinander sind, also du kannst auch immer zu mir kommen, mit mir reden. Dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg und wir werden dann auch ganz offen darüber reden, wie das halt mit so einem Tier dann halt auch laufen kann. Aber wenn du dir da ja auch drüber bewusst bist, ich glaube, dann haben wir ab jetzt sogar ein Haustier zu Hause. Ja. Das ist sehr schön. Du darfst es also behalten. Sehr gut. Ach, wie schön. Ich würde gerne noch einen Wundabstrich machen, ja, einfach um zu checken, ob da noch Infektionen sind, weil Tiere, egal jetzt ob Krallen oder Bisse, halt doch relativ infektiös sind. Aber ehrlich gesagt bin ich ja froh, dass weder eine Allergie existiert, noch Verhaltensauffälligkeiten. Also im Grunde genommen ist ja dann alles gut am Ende. Ja. Soll ich ihn dann kurz noch mal nehmen? Ja, genau. Das wäre super. Und dann muss ich noch mal an dein Auge auch. Ach, wie süß. Mithilfe eines Antibiotikums wurde Aaron wieder gesund. Und damit Schnuffi nicht alleine ist, hat er sogar noch einen tierischen Freund dazu bekommen. Zur Freude der ganzen Familie. Aaron und seine Mutter können aufatmen. Dr. Bernhard Skupin hingegen muss Patientin Lena eine Hiobsbotschaft überbringen. Beim Ultraschall ist der Arzt auf eine gravierende Umfangsvermehrung in der Leistengegend gestoßen. Der absolute Horror für die zweifache Mutter und Ehemann Simon. Ja, mir ist aufgefallen, dass sie einen deutlich vergrößerten Lymphknoten hat in der Leiste. Parallel war im Blutbild auch zwei Zeichen, die auch in diese Richtung sprechen. Einmal sind die sogenannten Eosinophilen im Differentialblutbild. Das ist relativ typisch für diese Form von Lymphknotentumor, den ich vermute. Einfach ich habe den dringenden Verdacht, dass es sich um ein sogenanntes Hodgkin-Lymphom handelt.
Es kommt bei dieser Erkrankung darauf an, in welchem Stadium wir das entdecken. Es gibt da vier verschiedene Stadien bei diesen Lymphknotentumoren. Die alles entscheidende Frage ist nun, ob der Tumor bei der zweifachen Mutter tatsächlich noch früh genug von Dr. Bernhard Skupin erkannt wurde. Und wir haben eigentlich drei bevorzugte Stellen, wo so ein Tumor auftreten kann. Einmal die Leiste, da sehen Sie eine, wie bei Ihnen, hier auf der linken Seite. Okay. Dann die Axilla, also die Achselhöhlen rechts und links. Und es gibt noch ein größeres Konglomerat im Bereich beider Halsseiten. Aber jetzt sind ist nur so die hier befallen. Ganz also. Genau. Mhm. Ne? Und wenn wir jetzt von Stadium 1 reden, dann kann es eventuell nur hier oder nur hier oder nur hier. Und bei ihr ist es nur hier. Sie muss ins Krankenhaus, sie muss die Zeit opfern. Therapie ist Chemotherapie und Bestrahlung. Oh mein muss Gott. Sein, ja. Ja, das muss sein. Aber jetzt kommt das richtig Positive. Über 90% dieser Patienten, die diese Lokalisation haben, die dieses Stadium 1 haben, sind danach geheilt. Ach, Gott sei Dank. Ja, als ich, oder wir besser gesagt, erfahren haben, dass es 90% Heilungschancen gibt, war ich schon sehr beruhigt. Und auch natürlich im Sinne meiner Frau. Freut mich, dass, wenn das so wahr ist natürlich, dass das klappt, dass sie gesund wird. Und ja, mit den Kids, das kriege ich schon hin. Ne? Ich habe ja immer noch die Oma und für meine Frau bin ich einfach da. Und das ist jetzt einfach auch die Chance, das zu zeigen. Okay, Sie kriegen vorne bei den Damen die Einweisung. Ich nehme deine Tasche. Ne? Wir sind durch, ja? Die sind durch. Gut. Okay. Komm, Schatz. Im Krankenhaus bestätigt sich der Befund des Allgemeinmediziners. Lena hat Morbus Hodgkin, eine gut heilbare Krebserkrankung des Lymphsystems. Sie machte sofort eine 8-wöchige erfolgreiche Therapie. Simon unterstützt seine Frau, wo er nur kann, und die Familie wächst sogar noch enger zusammen.